Hallo und zurück. Herzlich willkommen zurück. Natürlich, herzlich willkommen zurück. Hier bei Syberia, wo wir ja immer noch das Problem haben mit dem Türkot. Wir haben doch diese komische Nummer hier, diese 1270, bei der ich irgendwie gar nicht weiß, was die eigentlich bezweckt. Schauen wir mal, 1270, vielleicht ist das ja der Code. Verflixt noch mal. Das funktioniert nicht. Genau das habe ich auch gedacht. Das war jetzt ein bisschen strange. Wieso ist da ein anderer Text? Die Tür ist verriegelt. Aber es hat sich was getan. Ich meine, gibt es da nicht irgendeinen anderen Eingang? Da, vielleicht. Ne. Ich hätte schwören können, dass es hier irgendwo einen anderen Eingang. Was ist das? Das war doch noch zu. Alter, jetzt geht aber. Was ist denn? Diese Tür war zu. Aber ich bin doch nicht bescheuert. Die Tür war zu. Was habe ich denn jetzt hier für eine Karte? Was ist das? Wart. Hotel Kronski, Kundenkarte, Kurgast 0968. Ist ja okay, 0968. Ja, das scheint dann wohl besser zu funktionieren. Guck mal, hier sind Tresore oder sowas. Aber keiner davon geht auf. Sag mal, haben wir jetzt mit der Kundenkarte, mit der Nummer von ihr etwa hier dieses, Quatsch. Dieses Ding da jetzt aufgemacht oder was? Was? Warte, warte. 09, was? Was? Was hat der nochmal gesagt? Moment, Moment, was? Verdammt. Ansehen. 0968. 0968. 0968. Okay, 0968. 0968. 0968. 0968. Oh, die Tür geht auf. Unglaubliche. Eine Gasmaske. Unglaubliche Sachen passieren hier. Und. Was macht die mit der Gasmaske? Was macht die mit der Gasmaske? Was hat der denn? Eine Gasmaske. Alter Sch. Was? Was zieht sich eine Gasmaske an? Warum denn? Oh. Oh. Aha, okay, sie braucht die Gasmaske. Okay. Gut. Sie braucht die Gasmaske. Ist mir bei der Ankunft gar nicht so aufgefallen, dass es da so ein schlechtes Wetter ist. Okay, kann ich hier? Kann ich hier? Nö, aber ich kann. Schön hier, ne? Hier. Am Pier. Also hier war überall mal Wasser, ne? Da. Das war alles mal voller Wasser. Und dann ist das Meer zurückgegangen. Aber interessanterweise sind hier immer noch ein paar Möwen und so. Wow. Guck mal, da hinten sitzt jemand. Da ist der Rest des Meeres, ey. Eieiei. Eine Glocke. Wie schön ist das denn?
Und dort ist Helena. Helena. Oh mein Gott. Die arme, arme Frau. Die Frau Romanski? Frau Helena Romanski? Aber wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Entschuldigen Sie die Störung, gnädige Frau. Ich heiße Kate Walker. Frank Malkovich gab mir Ihre Adresse. Malkovich, dieser alte Gauner. Sind Sie mit ihm verwandt? Nicht wirklich. Er ist nur ein guter Freund meiner Mutter. Er hat mir gesagt, dass ich Sie hier in Aralbad finden könnte. Ich bin Amerikanerin, Anwältin. Und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Wenn Sie von so weit wegkommen, muss es wohl etwas Wichtiges sein. In der Tat. Ich hätte Sie gern in einer komplizierten und dringenden Angelegenheit gesprochen. Ich komme gerade aus... Später, mein Kind, später. Meine Migräne meldet sich. Diese Masken sind wirklich entsetzlich unbequem. Ich muss zurück ins Hotel. Würden Sie bitte meinen Diener rufen? Der kommt hier nicht Ihren raus. Diener? Natürlich. Der kommt doch hier nicht raus. Sie hier! Wie konnten Sie es wagen? Verlassen Sie diesen Ort umgehend. Nein. Ich bitte Sie, ich musste unbedingt Frau Ro... Frau Romanski, bitte entschuldigen Sie. Diese Frau ist ohne Erlaubnis hier eingedrungen. Aber das wird nicht wieder vorkommen. Ich werde Sie sofort nach draußen befördern. Ich hoffe, sie hat Sie nicht zu sehr belästigt. Lassen Sie es gut sein, mein lieber Felix. Es ist alles in Ordnung. Diese junge Frau ist mein Gast. Ihr Gast? Aber das ist unmöglich. Dieses Frauenzimmer kannte sie doch vor einigen Stunden noch gar nicht. Schweigen Sie, Felix, bevor Sie sich zu Beleidigungen hinreißen lassen. Frau Romanski, lassen Sie mich Ihnen trotzdem sagen, dass die Person vorhin versucht hat, den Springbrunnen zu sabotieren. Jetzt ist es aber genug. Ich wünsche, dass Fräulein Walker wie meine Freundin behandelt wird. Habe ich mich klar ausgedrückt, Herr Smith? Oh ja. Sehr klar, Frau Romanski. Ich möchte Sie bitten, mich vielmals zu entschuldigen. Oh, schon gut, Felix. Sie können jetzt gehen. Oh, jetzt ist er geknickt. So, jetzt soll ich ja wieder zurückgehen, okay. Was ist das mit der Klingel hier? Was macht die Klingel? Was? Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ja, vielleicht die Klingel, die du gerade... ja. Kann mir weiter sagen, was der Scheiß hier soll? Es klingelt. Aber warum? Nochmal? Okay, ich nehme die mit. Ich habe keine Ahnung, was der Quatsch soll. Ich weiß es nicht. Okay, ja, mach du mal. Ich weiß nicht, was der soll. Vielleicht brauche ich die irgendwo. Okay, was haben wir hier? Das Ding ist der Burner. Ja. Da ist ein Anlegesteg für was auch immer. Tja, wie komme ich jetzt... Aua! Au! Wie komme ich jetzt an den guten... Nee, wie kriege ich den jetzt hier raus? Vielleicht muss der sich die Glocke überziehen. Genau, der muss sich bestimmt die Glocke überziehen. Ach Gottchen. Schön hier, so. Es hat Flair. Irgendwie, es ist, naja, trostlos. Oh, jetzt hängt sie die Gasmaske hin. Okay, es bringt nichts, sich damit zu beschäftigen. Ja, ist gut. Beschäftige dich damit nicht. So, jetzt... Ich muss den Diener... Aber was soll er mit dem Diener?
James? James! Was machen Sie denn? Ich habe mehrmals nach Ihnen geläutet. Frau Romanski wünscht, dass Sie sie hereinbringen. Ach, der mehrmals, sagen Sie? Sind Sie sicher? Dabei habe ich nichts gehört. Ja, mehrmals. Gehen Sie sie schnell holen. Es ist so dumm, aber wenn die Glocke nicht wirklich geläutet hat, gehe ich umsonst nach draußen. Aha. Verstehen Sie, der Salzwind beeinträchtigt auf die Dauer meinen Mechanismus. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, warte ich, bis die Glocke erneut läutet. Frau Romanski wird sehr verärgert sein. Was? Keine Sorge, das bin ich gewöhnt. Alter. Du willst mich doch... Sag mal. Sorry. Guck mal, ich habe hier eine Glocke, ne? Die kann ich dir um die Ohren hauen. Hier. Da. Ich hau dir das Ding um die Ohren. James? James! Mehr? Ja. Es ist so... Frau Roman... Okay. Keine... Unglaublich. Okay, also nochmal raus. Wieder dahin. Wieder die Glocke läuten. Wieder das Ding anziehen. Man kann nicht die Glocke vielleicht, oder? Nee, vielleicht das? Nein, oder den Schrauben? Nein. Okay, das ist alles. Die Glocke. Ach, komm. Hier ist noch ein Glockending. Ja, das sollte man natürlich wissen. Ganz klare Sache. Mhm. Okay, da hat sich jetzt noch nichts getan. Mhm. Er hört sie nicht. Nochmal. Der Klang verändert sich. Sag mal, willst du mich veräppeln? Ah, der Klang verändert sich. Alter Schwede, was ist denn das hier für ein Kram? Hä? Hat das jetzt was mit dem Klang zu tun, oder was? Mann! Ich kann hier nur klingeln. Sag mal, willst du mich veräppeln? Ist das jetzt hier ein Glockendauerspiel? So 85.000 Mal an der blöden Klingel jetzt hier rummachen? Ich verstehe gar nichts mehr. Ehrlich, ich hab hier gerade... Oder hat das was damit zu tun, woran ich ziehe? Ach, das darf doch nicht wahr sein. Der Typ ist irgendwie völlig taub. Der will mich verarschen. Der will mich verarschen. Der will mich verarschen. Ernsthaft, der will mich verarschen. Der will mich veräppeln. Das ist, hallo? Geh mal bitte da jetzt nach draußen. Ich rufe dich kontinuierlich und es tut sich... James, worauf warten Sie denn? Sagen Sie mir nicht, Sie hätten die Glocke schon wieder nicht gehört. In der Tat, die Glocke hat geläutet.
Es ist sehr windig, nicht wahr? Ja, es pfeift ordentlich. Oh, warum? Frau Romanski will das nicht verstehen. Sie sagt, dass ein Automat keinen Schutz braucht. Aber mein Organismus verträgt die salzige Brise nicht mehr. Ich wage mich nicht nach draußen. Und wenn ich Ihnen meine Salzmaske leihe, wäre Ihnen das eine Erleichterung? Ganz bestimmt. Oh mein Goodness. Und ich dachte schon, ich muss jetzt hier stundenlang bing, bing, bing. Oh Gott, wer ruft jetzt schon wieder an? Kate, und? Oh, hast du die Mutti. Berühmte Helena getroffen? Wie ist sie? Erinnert sie sich noch an Frank? Hallo Mama. Ja, ich habe sie getroffen. Sie lebt tatsächlich in Aralbad. Sag Frank noch einmal vielen Dank. Das werde ich tun. Wie ist es in Aralbad? Wer weiß. Vielleicht wird Frank mich ja einmal dorthin entführen. Weißt du, Mama, dieser Kurort ist nicht mehr das, was er einmal war. Du wärst sicherlich enttäuscht. Vielleicht hast du recht. Dann bist du jetzt also fertig? Kommst du bald zurück? Ist deine Mission beendet? Nicht ganz, Mama. Ich habe immer noch nicht den Erben gefunden, mit dem ich die Angelegenheit regeln muss. Helena Romanski ist, wie soll ich sagen, eine Art Umweg. Jetzt hör mal zu, mein Kind. Ich habe das Gefühl, du drehst dich im Kreis. Du solltest zurückkommen und deinem Boss erklären, dass es diesen Erben gar nicht oder nicht mehr gibt. Du hast schon viel zu viel gemacht. Soll ich ihn für dich anrufen? Mama, misch dich da bitte nicht ein. Ich will Hans Vorarlberg finden für meinen Kunden ebenso wie für mich selbst. Du bist genauso dickköpfig wie dein Vater. Aber sag hinterher nicht, du hättest besser auf deine Mutter gehört. Versprochen, Mama. Eine schwierige Familie. Oh, sie kommt. Da ist sie. Zurück. Oje. Und nu? Können wir uns jetzt unterhalten mit ihr? Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen, Frau Romanski. Ich habe viel von Ihnen gehört. Man redet also heute noch von mir? Naja, einer. Ihr Name wird allseits hoch gelobt. Sie sind eine der größten Sängerinnen dieses Jahrhunderts. Ich war, mein Kind, ich war. Welches ist nun also der Grund für Ihren Besuch? Oh Gott. Wie ich Ihnen bereits sagte, ich bin Anwältin. Um ehrlich zu sein, verstehe ich recht wenig von klassischer Musik, aber die Herren Borodin und Malkovich haben mir wirklich Lust gemacht, Sie singen zu hören. Da kommen Sie 10 Jahre zu spät, mein liebes Kind. Und wie geht es Frank? Ich nehme es ihm noch immer ein wenig übel, dass er uns verlassen hat, um in Amerika Karriere zu machen. Ich will Sie ja nicht kränken, aber ich habe schon immer gedacht, dass Cowboys nichts von großer Musik verstehen. Ich glaube, er singt heute kaum noch, wenn dann im Rahmen von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Er lässt Sie ganz herzlich grüßen. Ja. Wie lieb von ihm. Sehen Sie, James, man denkt noch an mich auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber das habe ich nie bezweifelt, Frau Romanski. Und der andere Herr, wie sagten Sie? Borodin? Kenne ich ihn? Ja, oh, Sie ja. haben einmal in Komkolzgrad gesungen. Ein herrliches Konzert, wenn ich dem Direktor glauben darf. Wenn Sie wüssten, wie lebhaft er sich noch daran erinnert. Auch er bewundert Sie heute noch. Der Gedanke, einen meiner treuesten Bewunderer wiederzusehen, ist wirklich sehr verlockend. Oh je, aber mit dieser Stimme ist es mir unmöglich. Boah, Kate, ey, du gehst über Leichen. Der sperrt die ein, Kate. Du gehst über Leichen. Eine rechtliche Angelegenheit, in deren Zusammenhang ich Herrn Sergei Borodin, den Direktor des Industriekomplexes Komkolzgrad, nordwestlich von hier, kennengelernt habe. Ich erinnere mich an diese Fabrik, ein finsterer Ort. Das waren Sie übrigens alle. Frau Romanski, dieser Herr Borodin ist einer Ihrer größten Bewunderer. Sein größter Traum ist es, Sie noch einmal bei sich singen zu hören. Singen? Aber mein liebes Kind, ich singe schon seit langem nicht mehr. Mit der Stimme ist es wie mit dem Rest. Mit der Zeit verblüht sie. Sie übertreiben. Ich bin davon überzeugt, dass Sie noch heute eine wunderbare Stimme haben. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber senil bin ich noch nicht. Ich finde mich mit der Realität ab. Nein, es ist für mich ausgeschlossen, noch einmal zu singen. Das glaube ich Frau nicht. Frau Romanski, glauben Sie mir bitte, dass ich Sie niemals hier gestört hätte, wenn ich nicht wirklich auf Ihre Hilfe angewiesen wäre. Ich verstehe, mein liebes Kind.
Aber meine Gesundheit erlaubt es mir nicht mehr zu singen. Es tut mir sehr leid. Es ist zu komisch. Aber ich habe das Gefühl, Hans Vorarlberg muss einmal hier gewesen sein. Sie kennen Hans Vorarlberg? Nein, nicht direkt. Er ist die Person, nach der ich im Rahmen dieser Erbschaftsgeschichte suche. Aber je mehr ich seine Spur verfolge und seine Vergangenheit aufrolle, umso vertrauter wird er mir. Sie haben ihn gekannt, nicht wahr? Ob ich Hans Vorarlberg gekannt habe? Hören Sie, James. Ob wir Hans gekannt haben? Meinen Hans. Oh mein Gott, was ist aus ihm geworden? Wo ist er? Eine erstaunliche Frage in der Tat. Höchst erstaunlich. Das weiß ich leider auch nicht. Hans Vorarlberg zu finden, ist das Ziel meiner Mission. Daher muss ich auch unbedingt meinen Zug, der in Kompkolsgrad festsitzt, wieder fahrtüchtig machen. Ist es Ihnen ohne diesen Zug denn nicht möglich, ihn zu finden? Sie müssen verstehen, diese Lokomotive ist eine seiner letzten Erfindungen, ebenso wie Oskar, der Pilotautomat. Ich bin davon überzeugt, dass beide mich zu ihm führen werden. Hören Sie das, James? Oh, wie lange schon hoffe ich, diesen Moment erleben zu dürfen, wenn ich nur singen könnte. Oh, wenn ich jetzt in Paris wäre, ich würde den guten alten George bitten, mir seinen Wundercocktail zu mixen. Nicht wahr, James? What? Sie haben mir diese Geschichte schon oft erzählt, gnädige Frau. Ohne dieses legendäre Getränk hätten Sie Ihre Frankreich-Tournee vermutlich absagen müssen. Ich verstehe nicht ganz. Okay. Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte. Es war Dezember. Ein schreckliches, feuchtkaltes Wetter. Ich sollte an diesem Abend in der Pariser Oper die Tatjana singen. Bereits am Morgen versagten jedoch meine Stimmbänder. Ich wäre fast verrückt geworden. Kein einziges Medikament wirkte. Ich weiß nicht wie, aber George, der Barman des Hotels Murray's, hatte von meinem Unglück erfahren und ließ mir einen speziell von ihm gemixten Cocktail bringen. Ein merkwürdiges Getränk. Doch es wirkte Wunder. In kürzester Zeit war meine Stimme wieder da. Fantastisch! Damit haben wir die Lösung. Wir werden Ihnen diesen Cocktail zubereiten. Mein liebes Kind, ich fürchte, das wird unmöglich sein. George hat mir nie das Rezept verraten. Dazu genoss er es viel zu sehr, sich durch dieses Geheimnis unentbehrlich zu machen. Dieser George wird es mir verraten. Ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich will. Und damit ist, glaube ich, die Telefonnummer gemeint, die wir haben. Okay, die letzten zwei Sachen noch und dann wissen wir, glaube ich, was zu tun ist. Sie müssen unbedingt mit mir nach Kompkolsgrad kommen. Nur unter dieser Bedingung werde ich meinen Zug wiederbekommen und meine Reise fortsetzen können. Ihren Zug? Ja, ich verfolge meine Mission an Bord einer ungewöhnlichen mechanischen Lokomotive, die übrigens von einem Automaten gesteuert wird, der mit Ihrem James verwandt zu sein scheint. Hören Sie, James? Ein Automat? Sie haben einen Zwillingsbruder. Und ich dachte, ich wäre die Einzige, die einen so ungewöhnlichen Diener hat. Mit Verlaub, gnädige Frau, Ihre Worte erstaunen mich. Und dass ich es bis heute bei Ihnen ausgehalten habe, macht mich schon zu etwas Besonderem. Oskar ist nicht mein Diener. Er verfügt sogar über eine recht große geistige Unabhängigkeit. Er kann manchmal recht dickköpfig sein. Ganz wie Sie, James. Ist das nicht lustig? Dann wird sich die gnädige Frau sicher auch nicht wundern, dass ich ihr dringend von einer Reise abrate, die sehr anstrengend sein dürfte. Darüber entscheide ich, James, ich allein. Ich hätte Ihren Automaten gerne einmal kennengelernt, Fräulein Walker. Wo ist er? Walker. Er ist mit dem Zug in Kompkolsgrad geblieben. Der Direktor hat sich seine Hände ausgeliehen, um sie dem Pianistautomaten anzulegen, der sie begleiten soll, wenn sie dort singen. Oh mein Gott. Wie reizend. Noch ein Automat. Und dazu noch einer, der für mich spielen kann. Oh, warum hat mich nur meine Stimme verlassen? Oh, Kate. Oh, Kate. Sie müssen ein wunderbares Leben gehabt haben. Oh, wunderbarer noch, als Sie es sich vorstellen können. Ich habe die größten Arien des klassischen Repertoires in den prunkvollsten Konzertsälen der ganzen Welt gesungen. Oh ja, mein Kind. Viele lagen mir ab den ersten Noten bereits zu Füßen. Und wie viele Gläser und Herzen habe ich zum Bersten gebracht. Daran zweifle ich nicht.
Und dann nimmt uns eines Tages die Krankheit, was das Leben uns geschenkt hat. Meine Stimme wollte mir nicht mehr gehorchen. Dann kamen die immer häufigeren Migräneanfälle und mit meiner Gesundheit ging es bergab. Man schickte mich schließlich hierher zur Kur. Und aus einem kurzen Aufenthalt wurden lange, lange Jahre. Aber Sie scheinen doch bei bester Gesundheit zu sein. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Ja, das würde ich auch sagen. Ich will Sie nicht länger beanspruchen. Okay. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude, liebes Kind. Sie sind eine charmante junge Frau und Ihre Gesellschaft hat mir gut getan. Ja, und wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen also einen Cocktail zaubern. Und diesen Cocktail, den werden wir zaubern, aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Ihr wisst es doch. Genau. Okay, also, dann sage ich erstmal für heute Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hier beim fleißigen Barmann, Mischpult, Dingens, was auch immer. Tschüssi!